Mikrofon ein. Umschalttaste ein. Ah, das haben sie jetzt wahrscheinlich verbessert. Sehr schön. Das heißt, hallo Leute. Hier ist Patrick. Und ich wollte einfach mal gucken mit euch zusammen, ob wir Google Assistant mit Hilfe von VoiceOver bedienen können. Ich habe das OK Google habe ich schon eingerichtet. Wie ihr sehen könnt, ich habe ein iPhone. Und das funktioniert genauso gut als wie auf einem Android-Handy. Kleine Demonstration. Aufwahl. Bildschirmaufnahme. Taste. Assistant. Wer ist Patrick Mono? Überschrift. Beziehungsweise, warte mal, nimmt er jetzt auf? Monitor. Ja. Och nee, jetzt hat er tatsächlich den Lautsprecher ausgemacht. Scheiße. Aber ich frage jetzt einfach mal. Okay, Google. Okay, Google. Was kannst du? Warte. Was kannst du? Es gibt viele Dinge, mit denen ich dir helfen kann. Zum Beispiel, du kannst sowas sagen wie, Nachricht an alle, ich bin zu Hause. Oder, stell den Wecker. Wische einfach, um mehr Vorschläge zu sehen. Moment. Wecker, stell den Wecker. Timer, stell einen Timer. Wetter, wie ist das Wetter? Bitte. Anrufe, ruf Papa an. Spiele, lass uns ein Spiel spielen. Antworten. Wann ist Sonnenaufgang? Messading, SMS an Papa senden mit dem Spaß. Wirf eine Münze. Was für ein Geräusch macht ein Hund? Halber Link. Sport, wann spielt Bayern München? Smart Home Steuerung, dimme das Licht. Stell die Temperatur auf 22 Grad. Halber Link. Smart Home kannst du hier machen. Musik, Spieldaft Köln. Wie heißt dieses Lied? Halber Link. Musik kannst du mitmachen, integrieren. Erinnerungen. Mir fehlt nämlich eine Funktion. Ich hoffe, dass die jetzt drin ist. Apps und Files öffnen. Öffne den YouTube-Kanal von Gronkh. Zeig mir das Brandenburger Tor auf Wikipedia. Halber Link. Gerätesteuerung. Öffne YouTube. Mach die Taschenlampe an. Halber Link. Suche. Such nach lustigen Videos. Such nach Wissenswertem aus der Tierwelt. Halber Link. Umgebung. Wo ist das nächste Blumengeschäft? Taschenrechner. Was sind 15% von 100? Übersetzung. Auto auf Japanisch. Was heißt schön, dich kennenzulernen auf Nachrichten? Spiel die Nachrichten. Nachrichten aus dem Bereich. Mein Assistent. Was für ein Assistent bist du? Wörterbuch. Was bedeutet Abracadabra? Finanzen. Aktienkurs für Siemens. Wie wird der Nasdaq gehandelt? Reisen. Wie ist der Flugstatus von Lufthansa 214? Ist der Flug persönliche Dinge? Was steht in meinem Kalender? Einkaufen. Setz Katzenfutter auf meine Einkaufsliste. Füge Windeln in Größe 4 zu meiner Einkaufsliste. Persönliche Dinge. Was steht in meinem Kalender? Was steht ab? Ein. Ernährung. Wie viel Vitamin C enthält eine Orange? Wie viel? Umrechnungen. Wie viele Kilometer sind 5 Meilen? Wie ist der Mikrofon? Taste. Umrechnungen. Wie viele Kilometer sind 5 Meilen? Wie ist der Kurs von Euro zu Yen? Halber Link. Mikrofon. Taste. Suche mir eine Bahnverbindung raus. Einkaufen, Sitzkatzen, Ernährung, Umrechnungen, Mikrofon, Taste. Mikrofon. Suche mir eine Bahnverbindung raus. Ich habe unter anderem das hier gefunden. Also da ist Google Assistant leider noch keine Hilfe. Ich habe auch noch keine Option gefunden, ob man jetzt mit Google Assistant eine Bahnverbindung raussuchen kann. Das wäre natürlich für uns noch besser. Bei Siri kann ich es auch nicht, nur bei Alexa. Und Alexa habe ich nicht. Ich hoffe, dass die jetzt nicht angesprungen ist.
Weil unsere Nachbarin hat mich Alexa. Aber pssst. Nicht weiter sagen. Mikrofon. Taste. Wie ihr wisst, fahre ich ja nach Langeoog. Und ich habe jetzt bei Wetter Online was eingestellt, dass der mir Langeoog sagt. Und das führe ich euch jetzt mal vor. Okay, Google. Sprich mit Wetter Online. Also das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn ich streame mit Mikrofon. Bayern Stromauto senkrechte Liniebahn, Fernbus, Mikrofon, Taste. Mikrofon. Sprich mit Wetter Online. Willkommen bei Wetter Online. Heute ist es in der Region Langeoog abends dicht bewölkt, später lockert die Bewölkung auf. Vereinzelt ist etwas Regen möglich. Die Temperatur beträgt aktuell 21 Grad und geht in der Nacht auf rund 18 Grad zurück. Morgen gibt es in der Region Langeoog einen Mix aus Sonne und Wolken, dabei treten stürmische Böen aus Südwesten auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 23 Grad. Du kannst mich auch fragen, wie das Wetter morgen wird oder stopp sagen. Morgen? Morgen gibt es in der Region Langeoog einen Mix aus Sonne und Wolken, dabei treten stürmische Böen aus Südwesten auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 23 Grad. Du kannst mich auch fragen, wie das Wetter übermorgen wird. Übermorgen? Übermorgen gibt es in der Region Langeoog einen Mix aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 21 Grad. Du kannst mich auch fragen, wie das Wetter am Montag wird. Montag? Am Montag gibt es in der Region Langeoog einen Mix aus Sonne und Wolken. Nachmittags ziehen Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 20 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? Dienstag. Am Dienstag ziehen in der Region Langeoog vormittags Schauer durch. Am Nachmittag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 19 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch ist es in der Region Langeoog dicht bewölkt und es regnet zeitweise. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 18 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag ziehen in der Region Langeoog vormittags Schauer durch. Am Nachmittag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 18 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? Nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag ist es in der Region Langeoog wechselnd bewölkt, die Sonne scheint nur zeitweise. Vereinzelt sind Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 18 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? Nächste Woche Samstag. Nächste Woche Samstag treten in der Region Langeoog vormittags zunächst gelegentlich leichte Schauer auf. Ansonsten ist es mal sonnig, mal bewölkt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 19 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? Nächste Woche Sonntag. Nächste Woche Sonntag ziehen in der Region Langeoog bei wechselnder Bewölkung Schauer durch. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 21 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? Nächste Woche Montag. Am Montag gibt es in der Region Langeoog einen Mix aus Sonne und Wolken. Nachmittags ziehen Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 20 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? Montag, 19. August. Am 19. August ist es in der Region Langeoog dicht bewölkt und es regnet zeitweise. Es weht ein böig auffrischender Südwind. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 20 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? 20. August. Vielen Dank. Sehr freundlich von dir. Ich könnte dir jetzt eine ähnlich niveaulose Antwort schreiben. Lasse ich aber lieber.
Wenn du wissen möchtest, wie ich dir helfen kann, frag mich nach Hilfe, kann ich dir sonst noch helfen? 20. August. Am 20. August ziehen in der Region Langeoog bei wechselnder Bewölkung Schauer und Gewitter durch. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 20 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? 21. August. Am 21. August gibt es in der Region Langeoog einen Mix aus Sonne und Wolken, nachmittags ziehen Schauer auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 20 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? 22. August. Am 22. August ziehen in der Region Langeoog vormittags Schauer durch. Am Nachmittag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 20 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? 23. August. Am 23. August ziehen in der Region Langeoog vormittags Schauer durch. Am Nachmittag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 20 Grad. Kann ich dir sonst noch helfen? Nein. Bis bald bei Wetter Online. So, bei Google Assistant haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, auch Vorschläge zu sehen. Und zwar Funktionen entdecken. Das findet man unten rechts. Hä? Aktionen verfügen Mikrofon. Tastatur öffnen. Schick mir täglich die Wetter online hat Google Assistant. Schick mir täglich die Wettervorhersage. Taste. Wo ist denn das jetzt hin? Mikrofon. Taste. Mikrofon. Funktionen entdecken. Im Internet habe ich das hier gefunden. Nein. Konnte man nicht? Warte mal. Das ist geil. Also das ist nicht barrierefrei, oder? Zunächst. Wir sind Millionär. Taste. Mikrofon. Taste. Tastatur öffnen. Wir sind Millionär.
Millionär. Taste, Mikrofon, Taste. Mikrofon. Mit Wer wird Millionär reden? Möchtest du ein neues Spiel starten oder deine Position in der Bestenliste abfragen? Neues Spiel. Okay, hier sind die Fragen von heute. Los geht's mit der 50-Euro-Frage. Was bringt sprichwörtlich Glück? Ist es A. Scherben, B. Krümel, C. Fetzen oder D. Splitter? Wie lautet die richtige Antwort? A. Perfekt, das war die richtige Antwort. Weiter geht's mit der 100-Euro-Frage. In welchem Film spielt Heinz Rühmann den Pfeifer mit 3F? Ist es A. Der Eispickelpunsch, B. Der Zollstock-Cocktail, C. Die heißkalte Ente oder D. Die Feuerzangenbowle? Deine Antwort: D. Super, das war richtig. Hier ist die 200-Euro-Frage. Wie nennt man die Lügengeschichten der Seeleute? Ist es A. Matrosenlatein, B. Seemannsgarn, C. Lotsenschwindel oder D. Kadettenschnack? Was denkst du? B. Perfekt, das war die richtige Antwort. Hier ist die 300-Euro-Frage. Was versteht man unter Lokalanästhesie? Ist es A. Massenschlägerei, B. Toiletteninspektion, C. Kneipenbummel oder D. örtliche Betäubung? Wie lautet deine Antwort? D. Perfekt, das war die richtige Antwort. Weiter geht's mit der 500-Euro-Frage. Wer stellte die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie auf? Ist es A. Jean Pütz, B. Albert Einstein, C. Charles Darwin oder D. Uri Geller? Deine Antwort: B. Super, das war richtig. Weiter geht's mit der 1000-Euro-Frage. Was ist, zumindest grammatikalisch betrachtet, eindeutig weiblich? Ist es A. Hochmut, B. Übermut, C. Anmut oder D. Wermut? Was denkst du? Anmut? Perfekt, das war die richtige Antwort. Scheiße, das war nur geraten. Die 2000-Euro-Frage, wie werden die Young Urban Professionals abgekürzt? Ist es A. Youngster, B. Yuppies, C. Jugos oder D. Yogis? Was denkst du? Da muss ich raten. A? Youngster ist leider falsch. Richtig wäre B. Yuppies gewesen. Du hast 500 Punkte erspielt. Um dein Spiel mit der Bestenliste zu verknüpfen und dieses ohne Bewertung fortzusetzen, benötigst du ein Konto bei Wer wird Millionär? Um ein neues einzurichten, benötige ich nur einige Informationen. Falls du mehr dazu wissen möchtest, sage weitere Informationen. Darf ich Google dazu nach deinem Namen, deiner E-Mail-Adresse und deinem Profilbild fragen? Nein. Alles klar, kein Problem. Das bedeutet, dass du dein Konto bei Wer wird Millionär nicht verwenden kannst. Falls du es dir anders überlegst, kannst du jederzeit wiederkommen und dich einloggen. Bis zum nächsten Mal. Hey, das ist eine geile Idee. Wäre natürlich cool, wenn man da auch echtes Geld machen könnte, ne? Das wäre geil. Ey, das wäre so geil. Hammergeil. Ich meine, ich hatte mal ein Wer wird Millionär-Spiel, aber da wurden die Fragen leider nicht vorgelesen. Aber das Spiel gibt es auch anders, wo die Fragen vorgelesen wurden. Das war dann so eine Sonderedition wahrscheinlich. Das hatten wir in der Blindenschule.
Und hier das, die Sache mit Google Assistant, das wird das echt vereinfachen. Also ich habe jetzt bis 500 Euro habe ich gespielt. Das ist geil. Das ist echt geil. Aber in Sachen Bann habe ich immer noch nichts gefunden. Also das fehlt da noch. Also das würde ich mir wirklich wünschen. Genau. Kann ich jetzt? Wieso kann ich denn jetzt nicht? Okay. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Auch wenn es nicht alles so gelaufen ist. Ich gucke mir das jetzt mal an und guck mal, wie das angekommen ist. Vielleicht hören wir uns oder sehen wir uns ja bald wieder. Ich habe da nämlich eine richtig geile Idee gerade für meinen Kanal.